Ja, herzlich willkommen zum Tumor Day Deutschland hier in Köln. Es freut mich, dass ich hier eine Session halten darf. Und es freut mich, dass auch jeder Einzelne von euch hier so zahlreich erschienen ist. Es gibt eine kleine Runde, aber eigentlich ein wichtiges Thema. Das ist Open Source, heißt der Vortrag. Und um quasi die Lösung vorwegzunehmen, Open Source ist freie Software im praktischen Sinn. Dieser kleine Zusatz im praktischen Sinn, der hat es in sich. Das werde ich erklären in den nächsten, ja, 30, 40 Minuten, was es mit dem praktischen Sinn auf sich hat, weil freie Software, da brauchen wir auch erstmal eine Definition. Aber zuvor, ich heiße Alexander Schmidt und bin Webentwickler bei der Firma Etwas, das ist meine Firma auch. Und manche Möglichkeiten vom Plank Template her, also ich entwickle das Plank Template für Joomla, das unter plank.vc ja, herunterzuladen ist und auch Anfang des Jahres mit dem JOSCAR für das beste Template-System ausgezeichnet wurde. Also da habe ich mich sehr gefreut. Bin dann auch mit zitternden Knien nach vorne gegangen bei der Verleihung und war so ohne Worte, dass ich gerade noch Dankeschön sagen konnte in drei verschiedenen Sprachen, aber das war's dann. Bin Autor beim Francis Verlag gewesen. Mittlerweile mache ich den Eigenverlag. Beim Franz Verlag habe ich drei Bücher über Joomla Templates geschrieben, veröffentlicht. Und das ist sozusagen mein täglich Brot. Ich erstelle Templates, also die arbeite mit mehreren Designern zusammen. Die geben mir eine Photoshop-Datei und sagen, mach doch mal daraus ein Template, sodass das auch funktioniert. Das ist mein, also damit verdiene ich meine Brötchen. Bin aber auch Autor von T3N, da liegen ja auch hier ein paar Zeitschriften drauf. Für die habe ich einige Artikel geschrieben, für das Magazin und auch für den Blog. War sehr aktiv im Joomla-Magazin, das jetzt transformiert zu magazine.joomla.org. Da gibt es dann bald eine deutsche Version, da werde ich dann auch veröffentlichen. Und weiß nicht, ob es jemand mal auf der Seite war, bloggerschmidt.de. Da habe ich mal eine Zeit lang sehr aktiv gebloggt. Ist ein bisschen eingeschlafen, weil andere Aktivitäten eben Vorrang hatten. Aber steht immer noch online und wird auch ganz gut besucht. Ich habe eine Vorlesung bei der Dualen Hochschule in Mannheim, nennt sich Webprogrammierung. Und da bringe ich meinen Studenten bei, wie man eben mit Joomla und HTML und CSS und PHP und JavaScript eben Webseiten auch komplexer herstellt. Und bin eben für andere Schulungsdienstleister auch unterwegs. Gut, was ist der Kerngedanke von Open Source? Das ist das Ändern und Weiterverbreiten von Software. Also man will eine Software entwickeln als Entwickler und will natürlich, dass das auch in die Welt gebracht wird. Und deshalb wählt man bewusst Open Source aus, beziehungsweise einer der zahlreichen Lizenzen von Open Source, um seine Software darunter zu veröffentlichen. Was ist das Ziel von Open Source? Ganz klar, Weltherrschaft. Auf jedem Gerät soll Open Source laufen, ob Smartphone, Desktop oder, nee, Quatsch, das ist natürlich nicht so. Software soll leistungsfähiger und zuverlässiger werden. Also je mehr ich mich öffne mit meinem Quellcode, desto mehr Augen gucken da drauf und können natürlich sagen, hier, was du da machst, ist jetzt aber nicht so gut. Das kann man so eleganter lösen. Das kann man intern in der Firma auch bekommen, wenn man eben ein Pool von Softwareentwickler hat. Aber das bleibt dann alles eben in den geschlossenen Wänden und man ist in der Firma ja auch immer sehr eingespannt, sodass man die Fühler nach draußen nicht so ausstreckt, wie als wenn man in der Open Source Community eintritt. Und genau dieses Eintreten oder dieses Veröffentlichen von Quellcode macht eben Code besser. Der Gegenpart zu Open Source. Open Source ist ja nicht aus sich heraus entstanden, sondern es gab da eine ganz große Bewegung. Das ist die proprietäre Software. Also Open Source ist ja den Ende der 80er Jahre, frühen 90er Jahre erstmal so überhaupt ins Leben gekommen als Gegenpart zu proprietärer Software. Proprietäre Software, muss man sich vorstellen, ist geschlossene Software. Man sagt, proprietär ist unfrei. Und diese Software kennt ihr alle, die läuft jetzt auch gerade hier, glaube ich. Das ist zum Beispiel Windows oder iOS oder
ja, solche Software, wo man eben nicht im Quelltext reingucken kann. Und die Software hat bösartige Funktionen, wie das Ausspionieren und Beschränkungen des Nutzers, Hintertüren und erzwungene Aktualisierung. Also das hört sich alles ziemlich böse an, ist es auch, aber das ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Die haben Windows auf ihrem Rechner und wissen eigentlich gar nicht, dass sie gar nicht die Kontrolle über den Rechner haben, sondern dass Windows die Kontrolle über den Rechner hat. Und da habe ich bei meinen Nachforschungen, als ich den Vortrag anfing, vor 6 Wochen, mal geguckt, was da so Böses alles passiert ist. Natürlich weiß ich auch vieles, weil ich seit Jahren eben da auch unterwegs bin. Und habe mir dann Beispiele rausgeholt, die eben diese bösen Sachen quasi einfach mal verdeutlichen. Ich hätte eine eigene Session machen können, mit was alles schiefläuft bei proprietärer Software und wie eben die Leute oder die User transaliert werden. Aber hier sollen es 3 Beispiele sein. Erstes Beispiel ist Amazon. Amazon hat einen E-Book-Reader rausgebracht, nennt sich Kindle. Und 2009 wurde eine Hintertür in dem Kindle, in der Software auf diesem E-Book-Reader genutzt, um tausende Kopien von dem George Orwell 1984 zu löschen. Das ist tatsächlich passiert. Also ich habe alles mit Quellen auch angegeben. Es sind noch ganz andere Sachen passiert, die Amazon gemacht hat mit dem Kindle. Zum Beispiel von einem die komplette Bibliothek zu löschen. Das ist auch ziemlich heftig. Ich fand das halt sehr aussagekräftig, weil gerade George Orwell 1984 ist natürlich symbolisch auch. Und das ist also nicht irgendwie was machbar ist mit Software, sondern das wird tatsächlich gemacht. Ja. Und Amazon ist da ja wirklich nur einer. Ich nehme halt die ganzen großen. Beispiel ist auch Microsoft, Goldsponsor von Joomla Day Deutschland. Die kommen bei mir weniger gut bei weg, weil ich finde auch, das ist nur Imagepflege, was sie hier betreiben, dass die mit Open Source eben versuchen, da ein gutes Bild hinzubekommen. 2014, also Anfang des Jahres, haben die durch ein Update von Windows tausende von Tor-Installationen gelöscht. Tor ist eine Software, um anonym im Web zu surfen. Das Ganze hat den Hintergrund, also ich will nicht einfach sagen, dass die mutwillig das gelöscht haben, sondern es war eine Malware auf den einzelnen Rechnern installiert. Also diese Malware war schon drauf und diese Malware hat dann Tor installiert, um damit eben ja, böse Sachen zu machen, sage ich mal. Also der User selber hat Tor gar nicht installiert, sondern das kam über die Malware da rein. Und Microsoft hat dann gesagt, okay, das ist so ein massives Botnetz, das löschen wir wieder. Und die Tor-Versionen, die davon betroffen waren, waren alte Versionen, nicht die aktuelle Version. Also alle alte Tor-Versionen wurden gelöscht. Microsoft hat das durch ein Update gemacht. Und die Sache ist halt, hat man so eine alte Version selber auch installiert, ohne diese Malware, wurde diese auch gelöscht. Also ich wurde ohne meines Wissens von meiner Software quasi beraubt. Und natürlich ist es ein Sicherheitsrisiko, eine veraltete Version auf meinem Rechner zu haben, aber das ist ja mein Rechner. Ich bin dafür verantwortlich. Und das ist also so ist meine Philosophie, ich will damit bestimmen, was eben getan wird und was nicht. Und das ist eine Bevormundung. Und Microsoft hat auch andere Sachen gemacht, aber das fand ich ganz nett wegen dieser Update-Funktion und Löschen, diese Bevormundung, die eben in diesen Updates stattfindet. Natürlich hat Linux auch Updates, das will ich gar nicht sagen, aber bei Microsoft gibt es eben dieses eine spezielle Tool, nennt sich Entfernung von bösartiger Software oder so. Und das ist eben schon sehr, sehr speziell. Dann Apple hat 2011 wurde bekannt, dass wenn ich mit einem iPhone durch die Welt ziehe, dass sämtliche Geodaten quasi gespeichert werden. Und da gab es dann einen pfiffigen Programmierer, den hat den iPhone-Tracker als Open Source, glaube ich sogar, veröffentlicht. Und wenn ich dann mein iPhone an meinen Mac angeschlossen habe, konnte ich mit dieser Software sehen an der Map, wo ich überall gewesen bin. Jetzt sind das natürlich nicht meine Daten, sondern diese Geodaten sind auf dem iPhone, auf der proprietären Software, iOS läuft das. Und diese Daten werden auch übermittelt an Apple. Ja, also das ist, wie soll ich sagen, das ist ein Ausspionieren des Nutzers. Und das kann eigentlich nicht sein, dass die Software mich ausspioniert. Wenn, dann will ich die Software selber handhaben. Und
Ich habe extra dieses Beispiel auch genommen. Apple ist da in mehreren Sachen kein guter Vorreiter. Aber Steve Jobs hat ja 2008 selbst auch gesagt, als man ihn darauf hingewiesen hat, ob das iOS, also das iPhone, Hintertüren hat, hat er gemeint, ja, es gibt da offen zu, aber Apple ist ja eine gute Firma und das ist dann in Ordnung. Ne? Okay. Also er gibt es sogar öffentlich, also hat es öffentlich zugegeben. Und ja, das sind jetzt nur drei Beispiele gewesen. Wie gesagt, man könnte eine ganze Session machen mit solchen Beispielen, die aufgetaucht sind, auch belegt sind. Also wer Lust hat, kann die Quellen nachgehen. Die Slides werden auch online gestellt, aber das dann zum Schluss. Es gibt auch firmenübergreifende bösartige Funktionen, nennt sie zum Beispiel Digital Right Management, DRM, also digitale Beschränkungsverwaltung. Das ist quasi der Versuch, dir zu sagen oder dir, was du mit den gekauften Daten machen darfst. In diesem Fall ist es meistens Video, Audio, also ich kaufe eine MP3 und dann sagt derjenige, der mir das verkauft mit diesem DRM, ja, aber du darfst das nur auf diesem Gerät quasi abspielen, sonst nirgendwo. Also ich werde mit dem Kauf eines digitalen Guts, werde ich nicht wie sagt man, beim Auto, wenn ich nicht zum Besitzer der Datei. Also was ist DRM? Man hat ein E-Book zum Beispiel bei Amazon gekauft und ich kann es nur über den Kindle lesen und nicht über einen anderen E-Book-Reader. Oder ich habe ein Videospiel gekauft, kann es aber nicht spielen, weil wenn ich mich einlogge, ist der Authentifizierungsserver des Herstellers offline. Das ist einmal passiert, das war bei Blizzard, ich glaube World of Warcraft oder Diablo 3, also so ein ganz bekanntes Spiel, was viele gespielt haben. Und die konnten dann nicht spielen, haben das für 60, 70 € gekauft, das Spiel, weil der Hersteller, die Server waren nicht da. Also er hat das, also auch da wieder, er ist quasi nur Mieter der Software und nicht Käufer der Software. Oder ich habe ein Smartphone und kann nicht alle Applikationen, die ich möchte, darauf installieren. Das ist auch bei Google Android so. Also ich habe bei Google Android ja über den Google Market quasi den Zwang, meine Apps darüber zu beziehen oder bei Apple über diesen Apple Store. Und ich kann nicht einfach auf irgendeine Webseite gehen und meine eigene App installieren. Wobei ich glaube, bei Android ist es so frei, dass man eigene andere Stores noch installieren kann. Also bei iOS ist es auf jeden Fall vehement. Okay, die Lösung ist klar, freie Software. Man will sich von der proprietären Software entfernen. Man will oder möchte das quasi nicht hinnehmen, dass Software bestimmt. Man selber will die Software bestimmen. Und unter Umständen ist es Open Source. Es ist nicht immer Open Source. Also Open Source ist ein Teil von freier Software. Die zwei Begriffe gilt es quasi ein bisschen zu separieren, was freie Software ist und was Open Source ist. Im Speziellen ist es die GPL-Lizenz, die Open Source und freie Software vereint. GPL ist GNU Public License, wurde 1989 in der Version 2 rausgegeben, nee, oder 91 in der Version 2 rausgegeben und darunter läuft auch Joomla. Joomla ist GPL, hat der David ja schon in der Eröffnungsrede gesagt. Und GPL heißt eben ausgeschrieben GNU Public License. Was ist GNU? GNU ist ein Tier. So sieht es aus. GNU selber ist eigentlich ein Akronym, heißt GNU is not Unix. Das ist von einem Dr. Richard Stallman, Grenzgänger, Harvard-Abgänger, geschrieben worden, diese Lizenz. Auch schon vor 1991 in der Version 1, das war PAN 80, weiß aber jetzt nicht mehr genau die Daten. Und dass er ein Grenzgänger ist, das sieht man schon daran, dass er einen Laptop auspackt, während er auf so einem kleinen Bötchen sitzt und Wasser direkt daneben ist. Also ich würde die Technik so weit wie möglich da färben. Aber vielleicht bringt es ja das Notebook her, dass es wasserdicht ist. Ja, den haben wir auf jeden Fall die GPL zu verdanken. Das ist der Urheber. Und die GPL gewährleistet vier grundlegende Freiheiten. Erstens, oder der Programmierer fängt bei Null an zu zählen, die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen. Also ich kann ein Programm nehmen, kann es für einen bestimmten Zweck eben
einsetzen, aber ich habe auch die Freiheit, es für andere Zwecke einsetzen zu dürfen. Das heißt, ich darf es umschreiben, darf es auch für andere Zwecke nutzen, also die Fremdzweckbarkeit. Zweitens, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Also das hat mit dem offenen Quelltext zu tun. Das heißt, ich muss Programmcode lesen können und muss es umschreiben dürfen. Dann als dritte Freiheit, das Programm weiter zu verbreiten. Also ich darf Software nehmen, ich darf sie auch umschreiben, ich darf sie auch weitergeben, also jedem von euch weiterreichen. Und wichtig auch, das kann durchaus mit Kosten verursacht sein. Also wenn ihr mich bezahlt für eine Software, die ich programmiere, dann kostet euch die Software was, ist aber trotzdem Open Source und GPL. Das ist also überhaupt kein Problem, Software, die Open Source ist, zu verkaufen. Und zuletzt das Programm zu verbessern und diese Verbesserung der Öffentlichkeit freizugeben. Also ein Programm einfach besser zu machen, das ist ja der Kerngedanke, wenn ich eine Software programmiere und als Open Source Lizenz eben klassifiziere, dass sie verbessert wird. Und das war ja am Anfang auch das Hauptkriterium von Open Source. Das hier wird alles in der GPL festgehalten, diese vier Freiheiten. Aber die geht noch weiter, die GPL. Die schützt diese Freiheiten für alle Nutzer aller Programmversionen, indem sie Zwischenhändlern untersagt, diese einzuschränken. Also David hat es in der Eröffnungsrede ja schon gesagt gehabt, dass wenn ich in GPL was nehme, was verändere, dann habe ich den Zwang, das auch mit als GPL wieder zu veröffentlichen. Also es kommt keine andere Lizenz in Frage. Ich bin gezwungen, das wieder freizugeben. Das finden einige nicht gut, aber es schützt sozusagen die Freiheiten, die vier Freiheiten, die vorher genannt worden sind. Also Joomla ist unter der GPL veröffentlicht. Das passt, das funktioniert, aber mit dem Framework haben wir eine kleine Bewegung in Sachen Open Source. Das Framework selber ist unter der LGPL, unter der Lesser GPL veröffentlicht. Auch das hatte David schon gesagt gehabt. Ich will es nur wiederholen, damit es hier drauf ist. Die Lesser GPL hat einen wichtigen Unterschied zur GPL. Und das ist, mit Hilfe der LGPL wird die Nutzung in proprietären Programmen erlaubt. Also ich kann Open Source oder die Software nehmen. Ich kann meine eigene Software drumherum bauen oder ich kann das mit reinnehmen. Und dann kann ich meine eigene Software aber closed halten. Also das kann proprietär bleiben, habe einen Bestandteil Open Source und kann das weiterverkaufen. Ja. Das ist ein kleiner, aber sehr wichtiger Unterschied, weil es diesen Zwang aushebelt, der in der GPL ist, unter der gleichen Lizenz zu veröffentlichen. Und die Vorteile liegen eben bei beiden Seiten auf der Hand. Die proprietäre Software hat den Vorteil des Geldes. Also ich kann mit Geld einfach Entwickler natürlich bezahlen und einkaufen sozusagen, während bei freier Software der Vorteil des Wertes liegt. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn ich was Einzigartiges habe, was ich entwickle und das als proprietäre Software verkaufe, dann habe ich natürlich einen Marktvorteil. Ne? Das ist mein Geldvorteil sozusagen und das ist zum Beispiel Windows bei Microsoft oder Apple, die iOS, Mac-Geschichten. Und bei Unix zum Beispiel ist es dann so, dass ich den Vorteil des Wertes habe. Also ich kann einfach bessere Systeme schaffen. Und wer jetzt ich weiß nicht, wer von euch hat ein Linux-System am Laufen? Keiner? Mal ausprobiert vielleicht? Ja. Aber wenn man jetzt so guckt, es gibt unter den Linuxen gibt es 100 verschiedene Versionen, 100 verschiedene Distributionen, so nennt man die. Und da herrscht ein richtiger Wettbewerbskampf sozusagen um die beste Distribution. Und man hat dann verschiedene Philosophien, die da abgebildet werden. Und wenn man einer der führenden Distributionen nimmt, wie Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat
Debian, dann merkt man, dass das auch ein gleichwertiges Betriebssystem ist wie Windows oder Mac. Ich kann damit meine Computersachen genauso machen wie mit den anderen Sachen. Es gibt eigentlich nahezu für jede Lösung, die es proprietär gibt, auch eine freie Lösung. Aber es ist längst nicht so, wie soll ich sagen, längst nicht so bequem. Also freie Software ist einfach ein bisschen unbequemer. Ich habe so ein paar Tools, wo ich da nicht abgeholt werde. Und ja, das ist eben der Unterschied. Der Wert kommt auch noch daher, dass wenn ich was habe und das als Open Source oder freie Software eben veröffentliche, jemand anderes das sieht und sagt, Mensch, das ist super, genau das brauche ich, das benutze ich jetzt für meine Software, und der schafft dann das, was ich auch haben möchte. Und so schaffen wir uns gegenseitig Werte, ohne dass irgendwie Geld irgendwie dazwischen fließt, sondern ich gebe was frei, derjenige adaptiert das und macht es weiter, macht es besser. Und das ist ja auch in meinem Sinne. Und so können wir quasi gegenseitig uns helfen bei Software zu programmieren und es besser machen. Und das sehen wir ja bei Joomla, passiert das ja auch aktiv. Und wer möchte sagen, dass irgendein Webbaukasten besser ist als einer der Open-Source-Themen ist? Ob WordPress, ob Joomla, ob Typo3, das ist ja alles Open-Source. Das ist also das sind gar keine Gegner untereinander, sondern das ist alles Open-Source. Die eigentliche Gegnerschaft ist eben proprietäre Software. Und das war, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren beim Joomla Day, da hat 1&1 den Baukasten mal vorgestellt. Mittlerweile ist er bestimmt besser geworden, garantiert. Aber der wurde von der Open-Source-Gemeinschaft wurde auseinandergenommen. Die wurden wirklich ausgepfiffen, und geht mal nach Hause und macht eure Hausaufgaben. Und das ist eben nicht möglich, eine Community, die was geben möchte, ohne dass sie jetzt erstmal im Hinterkopf hat, okay, ich werde dafür bezahlt oder so, sondern ich möchte was geben, damit das andere besser macht und ich kriege dann wieder was weg. Diesen Feedback, wenn da eine Community entsteht, dann ist Software in der Lage, besser und größer zu werden, als man das mit einer einzelnen Firma machen kann. Und ja, das treibt eben auch Joomla an, und deshalb ist Joomla auch Open Source. Wann sollte man jetzt die LGPL verwenden, also die Lesser GPL, die es eben erlaubt, Open Source in proprietäre Software zu verwenden? Das ist, wenn Software schon in der gleichen Form existiert. Also die LGPL selber ist von Richard Stallman geschrieben worden, als er so ein bisschen im Dilemma war mit einem C-Compiler. Es gab wie viele C-Compiler, die proprietäre Software waren, also die eben meinen C-Code, den ich geschrieben habe, kompiliert haben zu einem Programm. Und damit aber Entwickler aus der Open-Source-Szene jetzt nicht darauf verzichten müssen, also nicht proprietäre Software nehmen müssen, wurde ein C-Compiler eben unter GPL geschrieben. Das heißt also, ich habe Funktionen, Software, die eine bestimmte Sache macht, schon längst da, proprietär ist sie vorhanden, aber ist jetzt noch nicht in der Open-Source-Welt vorhanden. Also was mache ich? Ich gucke, dass ich das als Entwickler eben schreibe, dass die gleichen Funktionen übernimmt wie die Software, die schon da ist. So, für solche Art Software, also für Software, die es eigentlich gibt, aber nicht Open Source, wurde die LGPL geschrieben. Ja. Und die GPL selber ist so eine starke Lizenz, dass die eingesetzt werden sollte, wenn die Software einzigartig ist. Also wie jetzt Joomla zum Beispiel, wird jeder sagen, es gibt kein anderes CMS, das genauso aufgebaut ist. Es gibt andere CMS, die haben andere Angehensweisen hinher, aber Joomla selber ist quasi einzigartig, auch mit der ganzen Community, die dazu gehört natürlich. Aber die Software selber ist einzigartig und gehört unter der GPL. Und das ist der Kerngedanke sozusagen. Das eine habe ich das Freie, das eine das Proprietäre, und das ist LGPL, das lehnt sich ganz klar an diese proprietäre Software an. Ja, und da habe ich eben diesen Faktor des Geldes, nicht des Wertes mehr. Und es wird nicht das sein, worauf man sich erhofft, dass viele Entwickler das adaptieren werden und es besser machen werden, sondern sie werden es adaptieren, die Funktion werden sie nutzen, ihre Software selber drumherum, die Proprietär, die werden die besser machen, aber sicherlich nicht das, was da genutzt wird, da drin im Kern. Und deshalb ist diese Entscheidung, dass das Framework als LGPL lizenziert wurde, schon sehr unglücklich. Aber ich kam zu spät in diese Diskussion. Das wurde Anfang des Jahres wurde das entschieden. Im März habe ich dann überhaupt gemerkt, dass es überhaupt so eine Diskussion gibt.
Und war aber auch nicht irgendwie aktiv in der Framework-Entwicklung drin. Und habe dann da im Forum nur mit Entsetzen gelesen, okay, das ist jetzt LGPL. Und ich kam gar nicht dazu, irgendwie meine Argumente mit reinzubringen. Also die Versuchung ist ganz klar, mehr Nutzer zu bekommen, Popularität ist verlockend. Das habe ich geschrieben, wenn das ist ein Hauptkriterium von LGPL gewesen, das Framework unter LGPL zu legen, zu lizenzieren, es quasi für proprietäre Software zu veröffentlichen, ist für proprietäre Entwickler dann zugänglich zu machen, ist für die, die das Framework geschrieben haben, kann sehr lukrativ sein. Das heißt, es werden Leute aus der proprietären Szene kommen und dieses Framework adaptieren. Und wenn ich selber auch als Entwickler mein Geld verdiene, dann kann ich natürlich damit mit dieser einzigartigen Software Geld machen. Das ist der einzige Grund. Es wird nicht so sein, dass diese Öffnung des Frameworks dazu beitragen wird, dass aus der proprietären Szene dieses Framework besser wird. Wenn, dann ist es der Entwickler, der auf beiden Seiten sozusagen entwickelt. Aber es wird nicht dazu kommen, dass ein proprietärer Entwickler, aus ich wo, sagt, Mensch, das ist so super, ich fange jetzt an, Open Source zu entwickeln, sondern nein, der sagt, Mensch, das ist so super, das nehme ich mit rein. Ah, Software unter GPL kann proprietäre Software halt weit übertreffen. Beispiel hatte ich schon genannt mit Joomla und diese Webbaukasten. Da merkt man, wie, wenn eine Community einfach ein Geist dahinter ist, um was besser zu machen, was zu geben, besser sein kann, wie jetzt eben jemand, der sagt, hier, wir brauchen jetzt ja das, ich bezahle dich dafür, dass ich deine Entwicklerstunden eben entlohne. Ja. Und das hat man in vielen, vielen Bereichen, ist es einfach so, dass der bessere Weg ist, hat man auch erkannt, die Großen haben das auch erkannt, sponsern zum Beispiel den Joomla Day Deutschland als Open Source Software. Aber das ist viel Imagepflege, es ist nicht wirklich was Innovatives, was da kommt. Warum nicht innovativ? Weil ja, das ist eben alles firmenabhängig ist. Die stehen unter Lohn und Brot in dieser Firma und da ist natürlich es ist schwer, eine Community zu bilden. Es wird keine Microsoft-Community geben, es wird auch keine Apple-Community geben. Ne? Es gibt nur begeisterte Entwickler, die mit iOS irgendwas anfangen oder mit Microsoft.NET, aber es gibt keine Community, wie sie Joomla hat. Und Joomla, das ist die Community ist einzigartig. Ja? WordPress hat auch eine Community, aber die von Joomla, die ist so lebendig und gerade diese Diskussion mit GPL und LGPL, es war so lebendig, dass man das gar nicht irgendwie in anderen Communities irgendwie finden kann. Aber es war natürlich auch so, dass vieles besser hätte nicht gesagt werden sollen. Also es ging dann schon auch ein bisschen derber zur Sache oder man hatte nicht mehr sachlich argumentiert. Das gehört dann eben auch dazu. Und wie gesagt, es ist so bitter, dass ich da irgendwie zu spät reinkam. Aber wenn man eben nicht irgendwie dauernd im Social Media unterwegs ist, ist man manchmal dann auch abgelenkt. Also, GPL ist freie Software und LGPL ist Open Source. GPL ist deshalb freie Software, weil diese vier Kriterien der Freiheiten eingehalten werden, während bei LGPL es nicht mehr der Fall ist. Also freie Software ist in jedem Fall immer Open Source. Das heißt, wenn eine Software unter freier Software gilt, also unter GPL veröffentlicht worden ist, dann ist das immer Open Source. Umgekehrt gilt es nicht. Da stellt sich die Frage, was ist Open Source? Open Source ist zwar freie Software, aber nur im praktischen Sinn, nicht im ethischen Sinn. Hier habe ich es extra nochmal da geläutet. Also, man muss sich das ungefähr vorstellen, dass ein Entwickler entwickelt eine proprietäre Software. Und einer aus der Open Source Szene sieht das und sagt, Mensch, genau so eine Software habe ich mir schon immer, das will ich haben. Wie kann ich sowas kopieren? Das ist dem seine Herangehensweise. Wie kann ich das auch herstellen? Wie kann ich das herstellen? Während der aus der freien Software-Szene dann sagen würde, die Software, die du gemacht hast, die verstößt einer gegen die Grundrechte. Du spionierst mit dieser Software aus. Das Facebook zum Beispiel oder so. Das ist Software, die will ich gar nicht nachbauen. Da muss es was ganz anderes geben. Ja? Zum Beispiel Diaspora, was dezentral dann läuft und alles. Das heißt also, er sagt von der freien Software-Szene, sagt, diese Software verstößt gegen die Freiheiten im ethischen Sinn. Während der von der Open-Source-Szene, der sagt, wie kriege ich das praktisch hin? Der hat nur quasi diesen praktischen Zweck
Und das war auch der Grund, warum es überhaupt eine Open-Source-Bewegung kam. Die kam nämlich aus der freien Software-Bewegung und war eigentlich ein Marketing-Gag, wenn man so will. Man hat versucht, freie Software besser an den Mann zu bringen. Das ging voll nach hinten los. Man konnte diesen Namen auch nicht schützen. Open Source kann sich mittlerweile alles schimpfen. Ich kann 5% Open Source haben, 95% proprietär, das ist Open Source. Also da muss man wirklich fein unterscheiden. Wenn es freie Software gewesen wäre, dann weiß ich genau, das ist wirklich 100% frei. Open Source ist kein geschützter Name und deshalb Open Source Matters. Das ist irgendwie auch, finde ich, etwas unglücklich. Die meinen viele Sachen aus der freien Softwarebewegung, stehen auch dahinter, haben es aber gesagt, es ist Open Source. Normalerweise muss man sagen, Joomla, das ist freie Software. Und das Framework, das ist Open Source. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf Lizenzen und Rechten einkommen. Also wie verhält sich quasi die GPL mit dem Urheberrecht? Die GPL wurde so geschrieben, dass sie sämtliche Urheberrechte von den einzelnen Staaten auch annimmt oder nicht annimmt, sondern für richtig, also ja, nicht angreift, sagen wir so, oder aushebelt, sondern das Urheberrecht bleibt quasi bestehen. Das findet man am besten in einem Joomla-Template, wo der Quellcode PHP und HTML oder der GPL veröffentlicht ist, weil es ja eine Erweiterung ist von Joomla und das Design aber dem deutschen Urheberrecht unterliegt. Also ich habe als Designer habe ich was gebaut, eine Webseite. Und wenn ich das jetzt in ein Joomla-Template umsetze, dann ist dieses Design geschützt. Aber wichtig, CSS und Bilder gehören dann zusammen. Ich kann natürlich nicht jetzt hier einen einzelnen Code, einen CSS-Code quasi urheberrechtlich schützen. Das geht nicht. Man hatte ja versucht, ein Patent einzureichen, wo man, wenn man mit dem Mauszeiger über einen Link geht, dass der Link invertiert. Ich habe weißer Hintergrund, schwarzer Text. Ich gehe drüber und habe dann schwarzen Hintergrund, weißen Text. Das ist wirklich ein Patent eingereicht worden. Ja? Und es ist fast durchgereicht. Also dann hätte jeder, der diesen Effekt haben wollte, einen invertierten Link-Huffer, hätte Lizenzen bezahlen müssen, also ein Patent bezahlen müssen. Also was ich nur sagen will, ist diese Welt ist da, in der wir leben. Ja. Und da werden ziemlich viele Beschränkungen, ziemlich viele Anstrengungen gemacht, eben Software proprietär zu machen, Software zu entwickeln, um User zu bevormunden. Okay, Zusammenfassung. Das CMS selber ist freie Software, ist GPL, das Framework selber ist Open Source. Freie Software ist immer in jedem Fall Open Source, aber Open Source ist nicht immer freie Software. Und sind die unter dieser URL bekommt ihr die Slides, die ich präsentiert habe, und das sind das sind die vier wichtigsten Quellen, die ich verwendet habe in Sachen Open Source. Ich habe 20, 30 Bookmarks nur in diesen Ordner Open Source abgelegt, um mich da irgendwie einzulesen. Aber das, da findet ihr die meisten Info. OpenSource.org selber hat natürlich eine Definition, wie sie sich sehen. GNU.org, das ist vom Richard Stallmann, die GNU-Bewegung. FSFE, das ist die Free Software Foundation Europe. Da findet man viele Texte in Deutsch, was unter fsf.org auch erscheint. Und EF.org, das ist die Electronic Frontier Foundation, die sich einsetzt, quasi die Freiheiten des Nutzers zu wahren und eben solche Beschränkungen anstößt und sagt, hier, das ist nicht in Ordnung. Also das ist eine sehr aktive Bewegung und da sind auch viele Hacker drin. Und der bekannteste war halt der Aaron Swartz, also ein bekannter Hacker, der früh gestorben ist, und der war auch in diese F.org drin. Aber die setzen sich zum Beispiel auch ein jetzt für die Netzneutralität, die ja in Gefahr ist. Das heißt, man will jetzt sagen, okay, du zahlst mehr, du kriegst die Vollbandbreite, du zahlst weniger, du läufst jetzt, kriegst halt rum. Ja. Und das ist die Gefahr der Netzneutralität, die momentan im Internet kursiert. Und dafür setzen die sich auch ein. Okay, danke fürs Zuhören. Fragen zu Open Source. Bitte. Ja, normalerweise schon. Unterschiede.